willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich habe extra die Hülle hier, damit ich nicht, wie es letzte Mal vergesse, zwischendrin, wie das Spiel heißt. Und zwar Agatha Christie und dann gab es keins mehr. Oder keines. Was ich so in den Beschreibungen bzw. Kommentaren gelesen habe, wo ich das Spiel gekauft habe, ist es sehr vielversprechend und war hauptsächlich positiv bewertet. Deswegen hoffe ich, dass ich endlich mal ein vernünftiges Spiel habe, wo ich mich nicht permanent aufrege, wo ich nicht nach einer halben Stunde einfach nur frustriert bin und schon keine Lust mehr habe, sondern dass, auch wenn ich ein bisschen länger brauche, ich den Spaß nicht verliere. Ja, ich warne schon mal vor, jetzt kommt ein ganz langes Intro. Das habe ich mir schon angeguckt, um den Ton zu testen. Ja, dann würde ich sagen, Intro go! Mein Sohn stört Sie hoffentlich nicht. Madame, könnte ich ihn dafür zu 30 Tagen Zwangsarbeit verurteilen, würde er mich nicht im geringsten stören. Fabelhafter Tag, nicht? Im Urlaub? Nein. Nein, Leslie. Das ist nicht wahr. Oh, tut mir leid, Mann. Miss! Oh, verzeih, das war dumm von mir. Wahrscheinlich soll ich ihn auch noch verarzten, wenn er sich überschlägt und noch dazu gratis. Na, wenigstens gab's keine Verletzten. Die Wagen sind unbeschädigt. Der Kerl hatte wohl einen Schutzengel. So, das war's. Ich tippe auf die Diener. Am Ende war es meistens der Diener. Willkommen in Sticklehaven, meine Herrschaften. Ich bin Davis, der Hafenmeister. Oh, pardon. Bin ich zu spät? Jetzt haben wir alle. Das restliche Gepäck ist schon auf dem Boot da vorne. Mensch, das muss er sein. Leibhaftig. Alles klar, Narricott. Fertig, Sir. Gut, Sie übernehmen. Fahren Sie. Es wird Zeit. Jetzt ist es gerade günstig. Ein Sturm kommt auf, das rieche ich. Wieso heißt es Shipwreck Island? Das Wetter schlägt hier schnell um. Es gibt unter Wasser sehr viele Felsen. Der große Felsen an der Spitze ähnelt einem gestrandeten Schiff. Die Bewohner nennen ihn Shiprock. Sie stammen also nicht von hier, wie ich höre, Mr. Narricott? Nein, Mr. Blau.
Das klappt nicht. Bitte gehen Sie über diese Treppe hinauf zum Haus. Meine Frau zeigt Ihnen ihre Zimmer. Sie werden sich vermutlich erst noch frisch machen wollen. Wo ist Fred? Ich vertrete ihn. Er ist krank. Sie sind sein Bruder. Das sieht man gleich. Helfen Sie mir tragen? Ja, dann kann ich mir das Haus ansehen. Kapitel 1. 10 kleine Leichtmatrosen zechten in der Scheun. Einem kam ein Schluck verquer. Da waren's nur noch 9. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Narracutt. Jetzt ist alles und jeder untergebracht. Diese Wolken gefallen mir gar nicht. Sie sollten sich vielleicht gleich auf den Rückweg machen. Und schon fängt's an. Keine Sorge, Fred. Ich lass dich nicht hängen. Noch Niesels. Aber das wird noch viel schlimmer. Okay. Also, wie gesagt, das Intro war länger. Ich muss dazu sagen, dass ich das Spiel so richtig, richtig blind spiele. Also nicht nur, dass ich das Spiel nicht kenne, sondern ich kenne auch das Buch nicht und falls es verfilmt wurde, auch den Film nicht. Ich habe also nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht, außer hier, dass auf der Rückseite von dem Spiel halt steht, dass da 10 Männer und Frauen in ein Schloss eingeladen wurden und irgendwie bezichtigt werden, dass einer von denen Morde begangen hat oder irgendwie sowas war das. Und es wurde aber versprochen, dass es nicht so wie im Buch ist, sondern dass es verschiedene Enden gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier neue überraschende Wendungen und sie bestimmen, welches Ende das Spiel nimmt. Also, ich bin gespannt. Ich meine, ich kenne das Originalende nicht, deswegen wird es mir nicht auffallen, wenn es abweicht. Aber gut. So, wie gesagt, ich habe noch gar nichts geguckt. Mal gucken, was haben wir denn hier? Die Insel. Die Insel bekam ihren Namen von ihrer Form, die einem gestrandeten Schiff ähnelt. Zudem sind hier früher einige Schiffe versunken. Okay, Gäste. Henry Law. Er ist der Mann, der meinen Bruder reingeritten hat. Ich bin davon überzeugt. Reingeritten, aha. Dokumente, Bücher. Gut, mehr haben wir nicht. Was haben wir hier? Aha, so sieht also mein Inventar aus. Gut. Mhm, Laufensymbol. Tür. Reden. Mhm. Dann laufen wir erstmal. Was war hier? Okay, wir können abbiegen, aber... Da. Beeindruckend. Allerdings nicht gerade mein Stil. Okay, das finde ich ein bisschen traurig, dass er sich da nicht umdreht. Aber ansonsten finde ich die Grafik schon mal gar nicht so schlecht. Oh, was ist das? Ein Vogel. Gut, da gibt es auch irgendeinen Weg. Mhm. Und dann gehen wir erstmal runter. Wir gehen erstmal gerade zum Boot. Licht. Diese Insel ist nicht so primitiv, wie ich dachte. Siehst du, wir haben sogar schon Strom und bestimmt auch fließend Wasser. Oh! Jemand hat mein Boot zerstört. Fred wird darüber nicht sehr glücklich sein. Woran sieht er, dass das Boot zerstört ist? Also von jemandem zerstört wurde und nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Loch hinten hatte und dann abgesackt ist? Das Ding ist hin. Jetzt habe ich keine Chance mehr, zum Festland zurückzukommen. Jemand hat mein Boot zerstört. Okay, also das verschwindet sozusagen nicht. Okay, gut. Das Meer sieht bedrohlich aus. Außen wollte ich nicht ohne einen guten Motor stecken. Okay, also da hier kein anderes Motorboot ist, gehe ich davon aus, wir sind hier gestrandet. Mal gucken, ob absichtlich oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es absichtlich ist. Also, dass hier der 10. Mann ist oder so.
Machen wir weiter. Und er ist irgendwie Narakot. Der Bruder. Haben Sie mich erschreckt? Sie machen einen Spaziergang, Mr. Marston. Ach, nur ein kurzer Gang, bevor ich mich zum Abendessen umziehe. Ah, okay. Kann ich aussuchen, was ich frage? Der Sturm kommt näher. Dieser Nieselregen wird bald stärker. Ja, sieht übel aus. Also ich muss zugeben, wenn es bei uns nieselt, sieht das nicht so viel aus. Wobei ich Nieselregen nicht halte. Was haben Sie da in der Hand? Das hier? Nur Papier und etwas Schnur. Habe ich am Strand gefunden. Rogers scheint ein Pedant zu sein, was Ordnung und Sauberkeit betrifft. Ich dachte, ich mache mich etwas nützlich. Furchtbar nett. Tja, ich gehe dann zum Haus. An Ihrer Stelle würde ich dasselbe machen. Wir sollten nicht hier draußen sein, wenn der Sturm mit voller Wucht hereinbricht. Ich komme gleich nach, Mr. Marston. Ja, ja, natürlich, alter Knabe. Wie Sie meinen. Das war ein sonderbares Verhalten. Ja. Ich sollte zum Haus zurückkehren. Ohne mein Boot bin ich hier ebenso gefangen wie die Gäste. Ein aufrichtiger Kerl wie Rogers wird mich bestimmt nicht abweisen. Also, ich fand den nicht gerade glaubwürdig, muss ich dazu sagen, weil ich meine, er hat ein Blatt Papier gefunden und eine Schnur. Rogers von meinem kleinen Bootsunglück erzählen. Achso, okay. Ich kann also noch nicht weg. Ich muss erst mit ihm reden. Dieses Haus sieht so kräftig aus wie eine Festung. Okay. Aber nochmal zurück. Lass mal ein Stückchen zurückgehen, dass ich mir das Haus angucken kann. Nee, ich kann mich nicht drehen, wa? Nee. Aber so, was ich sehe, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht, was er hat. So was Rustikales halt. Aber ich finde das jetzt nicht unangemessen oder unhübsch. Mr. Narakot, warum sind Sie noch auf der Insel? Jemand hat mein Boot versenkt. Versenkt? Zerstört meinen Sinn. Aber wer in aller Welt würde so etwas tun? Das will ich herausfinden. Aber das bedeutet, wer wird uns denn am Montag abholen? Wenn dieser Sturm nicht nachlässt, niemand. Oje, oje. Kommen Sie schnell rein. Sie holen sich noch den Tod hier draußen. Vor allem, Sie holen sich den Tod hier draußen, aber er blieb dann noch ich erst... Ich muss meiner Frau beim Essen zubereiten helfen. Ich lasse sie etwas für Sie in der Küche bereitstellen. Danke. Aber er blieb da draußen vor der Tür noch erstmal die nächsten drei Stunden stehen. Wo er schlafen soll, möchte ich wissen. Das wird Ethel überhaupt nicht gefallen. Also der Butler ist schon ein bisschen komisch. Frische Blumen. Sehr hübsch. Guck mal, ein Stock. Den nehmen wir erstmal mit. Wir haben eh kein Inventar. Also wir haben bis jetzt noch nichts im Inventar. Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Das kann ich nicht auseinandernehmen. Okay. Also das ist mit Angucken. Das ist zum Benutzen irgendwie. Und es gibt auch zwei Seiten. Also wir werden nicht wenig sammeln, weil ansonsten würden die dir das ist ein Albatros. Nicht so viel. Ich kann nicht behaupten, dass mir das Gemälde sonderlich gefällt. Das Thema interessiert mich nicht.